Die Verbrechen der rechtsextremen NSU, die Versäumnisse der Ermittler. Im Thüringischen Landtag sollte heute noch einmal alles zur Sprache kommen, was der Untersuchungsausschuss ans Tageslicht bringen konnte. Ein Bericht von 1800 Seiten liegt vor und obendrauf eine öffentliche Entschuldigung der Politik. Zur Sitzung kamen einige der Adressaten persönlich, Angehörige der Mordopfer. Es wird ganz still und alle stehen auf, als die Namen der Opfer der NSU-Mordserie vorgetragen werden. Süleyman Tazköprü, getötet am 27. Juni 2001. Eine Geste an die Angehörigen der Opfer und Verletzten des Nagelbombenanschlages auf der Besuchertribüne. Die Landtagsdebatte heute sogar live auf Türkisch. Thüringen entschuldigt sich. Ich verneige mich vor den Opfern und Ihnen, den hinterbliebenen Angehörigen, mit Scham, mit Trauer und mit der Bitte um Vergebung. Dass das Land aufklärt und Abbitte leistet, ein positives Signal für Opferangehörige wie Mustafa Turgut, dessen Bruder in Rostock starb. Von unserer Seite ist es gut, dass man sich entschuldigt und daran denkt, wir akzeptieren das und das tut uns auch gut. Auf den 1800 Seiten Abschlussbericht des Ausschusses wird das Versagen der Behörden penibel dokumentiert. Doch es bleiben noch immer viele Fragen offen. Der NSU, waren das wirklich nur diese drei? Also die Neonazi-Strukturen bestehen weiterhin. Sie heißen nicht mehr Thüringer Heimatschutz, sondern umbenannt in die sogenannten Freien Netze. Ich sage, die Gefahr besteht weiterhin, weil die Ideologie der Neonazis genau diese Gefahr darstellt, die der NSU in Taten umgesetzt hat. Die Gefahr von rechts bleibt und schon deshalb hat Thüringen heute zugesichert, auch weiter an der Aufklärung zu arbeiten.